1-0 und dann holen wir euch mal rüber. So, wir sind auf Prime Terraces. In der unteren rechten Ecke gespawnt vom Clan LDLC haben wir als rotende Protoss Midas Touch. Und oben rechts haben wir vom Clan Twizzle die gute Alaris, die mit einem Doppel-Extractor-Trick beginnt. Und hier im Augenblick 1-0 vorne liegt, nur noch ein weiteres Spiel gewinnen muss. Und damit dann im Bracket weiter rutscht, die Verliererin definitiv draußen. Midas jetzt also hier in der Pflicht und sie beginnt hier vorne erstmal mit dem klassischen Warlock und dem Gateway. So, hier unten kommt auf jeden Fall nach dem Doppel-Extractor-Trick die frühe Hatch. Wie gesagt, das haben wir jetzt auf Prime eben schon mehrfach gesehen. Wie gesagt, die frühen Goldmineralien machen natürlich eine Hatch-First hier wahnsinnig attraktiv. Und deswegen sage ich ja gerade, deswegen habe ich tatsächlich einige Protoss das nochmal abusen sehen, die dann eben hier tatsächlich auf eine frühe Forge gehen, um diese Base dann hier zu kennenrushen und damit eben den Gegner dann doch nochmal ein bisschen kalt zu erwischen. Vor allen Dingen, wenn er noch so gierig ist wie Alaris und hier tatsächlich auch noch den Extraktor vor dem Pool nimmt und damit also wirklich den spätmöglichsten Pool auf den Weg bringt bei so einem ökonomischen Opening. Ja, und wenn jetzt eben tatsächlich hier hinten bereits die ersten Pylonen niedergängen, zusammen mit einer Kanone, dann wäre diese Basis hier vermutlich ziemlich schnell niedergerissen. So hat Midas allerdings natürlich nur die Möglichkeit, selber mit einer Expansion zu antworten und muss halt eben gucken, ob sie tatsächlich den ökonomischen Nachteil, den sie jetzt zwangsläufig erleiden wird im Early Game, dadurch, dass halt eben diese Basis so unfassbar früh fertig wird und dann Alaris eben vermutlich sämtliche Drohnen herüber transferieren wird. Ja, da kann sie nichts gegen machen. Ökonomisch wird sie jetzt ins Hintertreffen geraten und sie ist dann dementsprechend in der Pflicht, das Ganze umzukehren durch irgendwelche Aggressionen, die sie auf die andere Seite der Karte schafft. So, in der Zwischenzeit bringt sie jetzt, wie gesagt, erstmal ihre Drohne, ihre Sonde hier nach draußen, wird nachher vermutlich auch nochmal nach dieser dritten hier checken, um eben zu sehen, ob da jetzt ein All-In kommt oder ob ihre Gegnerin tatsächlich nochmal versucht, auf eine 3-Basen-Ökonomie hochzugehen. So, hier jetzt auf jeden Fall aber der Pool unterwegs und wie gesagt, nach dem Extractor-Trick und halt eben auch dieser wirklich frühen Hatchery konnten wir was in der Art auf jeden Fall schon denken. Alaris versteckt jetzt hier auch wohlweislich ihre Linge so ein bisschen in der rechten Nische der Karte, um da eben erstmal ein bisschen was anzusammeln, ehe sie jetzt auf die andere Seite marschiert. Midas kriegt jetzt auf jeden Fall einen guten Scout, weiß also dementsprechend, dass noch keine dritte hier unterwegs ist, verpasst dadurch dummerweise die Linge, die auf die andere Seite der Map huschen und hier drüben ist noch nicht zugewollt, das hat sie vorhin auch noch nicht gemacht, das könnte jetzt also gleich ein bisschen eklig werden, wenn die ersten Linge dann tatsächlich hier erstmal an dem Frontpylon ja vorbeilaufen. Der Mothership Core ist jetzt zwar fertig und auch genügend Energie für einen Photon Overcharge, aber wie gesagt, hier drüben ist halt offen. Und die Linge können jetzt natürlich einfach an dem Pylon vorbeimarschieren. Hier hinten steht keiner und können jetzt natürlich da hinten nochmal schön knuspern. Ist er doch zu? Nee, da ist er nicht zu. Aber Lara ist ein bisschen unentschieden. Okay, ja, das war natürlich jetzt so das Problem. Wäre sie direkt instant dran vorbeigelaufen, hätte sie womöglich tatsächlich hier ein bisschen Schaden machen können. Jetzt hat Midas Touch eine kleine Vorwarnung gehabt, macht jetzt hier erstmal einen kompletten Warlock, um einfach sicher zu sein und nicht unnötig irgendwelche Worker zu verlieren. Denn den Pylon kann sie eventuell jetzt gleich auch nochmal einreißen, wenn sie muss. Und hier wird Alaris jetzt tatsächlich nicht allzu viel reißen können. Da steht, wie gesagt, der Mothership Core plus der Stalker plus jetzt halt eben auch noch die entsprechenden Gebäude. Also, ne, das ist jetzt eine Menge verschwendeter Mineralien, die sie hier gerade rein investiert. Und ziemlich ärgerlich für sie eigentlich auf der Seite. Hier wird auch einfach ein kompletter Re-Wall-Off gemacht. Alaris pumpt immer noch weiter rein. Der Wall-Off jetzt im Grunde komplett dicht. Boah, das sieht ehrlich gesagt überhaupt nicht gut aus für Alaris. Also sie ist wirklich wahnsinnig committed. Hier kommen jetzt tatsächlich die ersten Linge durch. Das ist natürlich der kleine Mini-Fehler, der jetzt hier tatsächlich Midas doch nochmal mehr Schaden verursachen könnte, als unbedingt nötig ist. Sie müsste jetzt eigentlich unbedingt zusehen, dass sie auf jeden Fall diesen Bereich hier zumacht. Setzt jetzt noch ein weiteres Gebäude, damit auf jeden Fall keine weiteren Linge mehr hinterherkommen können. Muss natürlich jetzt zusehen, dass sie jetzt nicht zu viele Units irgendwie zurückzieht, sondern hier vorne eben auch noch hält. Aber das kleine, richtige, komplette Warlock bringt jetzt erstmal noch hier die Ling-AI durcheinander. Da ist auf jeden Fall wenigstens ein Sentry mit Force Field. Dummerweise kann der vor der Rampe raus, wird jetzt also selber oder vor den Gebäuden raus, wird jetzt also selber komplett nochmal rausgenommen. Aber ja, da jetzt der nächste Photon Overcharge, dann muss ich Alaris erstmal wieder zurückziehen. Sie hat im Augenblick auch noch keinen Follow-up-Tech, um tatsächlich diese Gebäude einzureißen. Jetzt wird hier die Evolution Chamber gesetzt, um eben womöglich mit Overlords dann auf der Rückseite reinzudroppen. Sie hätte hier zumindest einen in Position. Ich hoffe, dass Midas tatsächlich damit rechnet und damit dann also auch weiß, was hier los ist. Ansonsten versuchen die Linie jetzt, solange Photon Overcharge nicht mehr verfügbar ist, zumindest an den Gebäuden noch irgendwas wegzuknuspern, an denen ja auch noch was wegzuknuspern ist. Wir haben eine weitere Sentry draußen, die auch ein Force zur Verfügung stehen hat. Das wird hier ein bisschen unglücklich noch vor dem Pylon gesetzt, ansonsten hätte sie den Pylon hier tatsächlich noch retten können, was natürlich ein bisschen angenehmer wäre, vor allen Dingen, wenn dieses Force Field jetzt hier erstmal aufhört zu existieren. Sie muss eigentlich unbedingt zusehen, dass sie hier drüben jetzt wieder die Lücke zumacht. Bisschen schwach in der Exekution. Hier zumindest wenigstens ein weiterer Pylon, der ihr ebenfalls glücklicherweise von der Rampe aus weiterhelfen kann, hier drüben
erst nochmal einige Sachen aufzuhalten. So, hier jetzt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein kompletter Wall-Off ist, wenn jetzt hier dieses Gebäude noch down geht, aber inzwischen hat Midas jetzt zumindest 4 weitere Einheiten in Position und damit dürfte jetzt zumindest ein Großteil dieses Pushes erstmal gestoppt sein. So, die Worker fällt jetzt erstmal raus, jetzt hier ist noch ein weiteres Gateway. Und wie gesagt, das ist eine Menge Commitment hier von Alaris, die also auf jeden Fall mit diesem Link-Push hier durchbrechen wollte, aber ja, schon zumindest zweimal drin war, letzten Endes nicht den Schaden machen konnte, den sie wollte. Midas rutscht nochmal hier aus der Lücke raus, was macht sie denn da? Wieso geht sie denn freiwillig aus der Lücke da raus? Um Gottes Willen, tatsächlich ihre beste Verteidigung gegen Linge, was für ein unfassbares Anti-Timing. Ja, genau in dem Augenblick, wo die Linge hier tatsächlich noch oben, und das hätte sie nie im Leben hier verlieren dürfen. Ja, und jetzt sind die Worker drin, keine Einheiten mehr zur Verfügung. Jetzt ist nur noch der Mothership Core da. Die Linge sind jetzt im Grunde hier, können jetzt tatsächlich erstmal versuchen, sämtliche wichtigen... ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht genau, was sie da jetzt tatsächlich vorhat. Versucht jetzt hier nochmal den einen Powering Pylon rauszunehmen, obwohl sie sich jetzt hier stattdessen auch noch viel mehr auf die Linge bauen könnte. Hofft jetzt natürlich hier eventuell die Gateways zu empowern, noch bevor die ersten Warpins drin sind. Midas muss unbedingt zusehen, dass sie die Lücke hier zumacht, bevor sie die Sachen noch halten kann. Aber das zumindest auch. Also es ist sogar deutlich mehr Schaden, als Alaris hätte anrichten dürfen. Im ersten, jetzt macht sie doch weniger Schaden, als sie hätte anrichten können. Also die Linge strömen zwar immer noch rüber, aber wirklich wichtige Ziele werden dabei halt eben nicht auseinandergerissen. Im Endeffekt hätte sie sich halt eben viel, viel stärker mit den Lingen auf die beiden Worker-Lines verteilen müssen. Na gut, hier ist eh nicht mehr viel, aber hier oben stehen auch nochmal eine ganze Menge Worker, die völlig unnütz herumstehen. Midas zieht jetzt alle runter an die Goldmineralien, das scheint mir aber eher ein Missklick zu sein, denn so schlecht verteilen will sie ihre Worker dann auch nicht mit 26 zu 12 Saturation. So, in der Zwischenzeit ist hier oben jetzt zumindest der Overlord fertig und die Drop-Möglichkeiten jetzt hier drin. Midas hat es zumindest irgendwie geahnt, zieht jetzt einen Teil ihrer Units nach hinten zurück und kann jetzt da zumindest die Linge erstmal gut in Empfang nehmen. Die werden also auch nicht allzu viel Schaden anrichten. Weiterhin strömen jetzt halt eben hier vorne weiter in Linge rein. Midas sollte auf jeden Fall nochmal kurz gucken und hier vorne, wie gesagt, das Force Field vor den Pylon setzen, damit er auch eine Möglichkeit hat, sich nochmal zu regenerieren. Ja, mit dem Elevator Play versucht jetzt Alaris, wie gesagt, vorne und hinten Stress zu machen. Das wäre vorhin gar nicht nötig gewesen. Da hätte sie die Linge auch locker hier in die Mineral Line schicken können. Ja, wie gesagt, also das ganze Spiel wäre eigentlich schon längst vorbei gewesen, obwohl es nicht hätte vorbei sein können. Das ist schon im Augenblick wirklich ein bisschen verrückt, was hier abläuft. Wie gesagt, die Linge jetzt halt eben hinten in der Basis, da werden jetzt, wie gesagt, die Drohnen nochmal abgezogen, aber auch die werden, wie gesagt, relativ klein eingenommen. Und Alaris jetzt zumindest endlich mal dabei, einen Alternativplan zu suchen, indem sie eben hinten jetzt expandiert und zumindest einen kleineren Tech nachzieht. Aber natürlich sind ihre Worker ziemlich niedrig. 20 zu 32 Worker in dem Augenblick nur. Den Tech-Vorteil hat definitiv im Augenblick Midas und ihre Situation hat sich jetzt stabilisiert. Auch diese Linge werden nur noch kleine Schaden verhältnismäßig anrichten können. Ja, sie scheint, wie gesagt, nicht so ganz sicher zu sein, wo sie eigentlich hin will, was sie da tatsächlich angreifen will. Strömt jetzt mit den Linken nochmal komplett runter in die Gold, knuspert vielleicht nochmal die ein oder andere Drohne weg, aber dank des Probe Micros, ja, kommt sie auch da tatsächlich auf keine einzige Probe und verliert nochmal sämtliche Units, die sie da eben reingeströmt hat. Das hätte deutlich bitterer für Midas ausgehen können, als es jetzt de facto der Fall war. Ja, den Overlord würde ich mir jetzt doch mal gönnen. Ja, zieht sich schon rechtzeitig zurück. Da hat Alaris aufgepasst. Ja gut, wie gesagt, im Augenblick natürlich sämtliche Gebäude hier zu. Die Wall ist halt dicht. Im Grunde muss ich jetzt Midas entscheiden, ob sie tatsächlich vielleicht eines der Gateways hier einreißt und dann eben mal versucht, auf die andere Seite zu pushen. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich genügend Game-Erfahrung mit solchen Pushes hat. Sie sollte im Grunde wissen, dass jetzt ihre Gegnerin tatsächlich nach so einem Push nicht mehr allzu viel haben kann. Und deswegen warpt sie jetzt auch weitere Einheiten rein, baut jetzt hier den Pylon, nimmt den Pylon raus und rückt jetzt auch tatsächlich eben auf die Gegenseite der Web. Dummerweise sind die Stalker zu fett und passen hier nicht durch die Lücke. Deswegen wird die Cannon jetzt ebenfalls nochmal eingerissen. So, und das sollte jetzt reichen. Tja, und ganz ehrlich, Alaris hat auf ihrer Seite, naja doch, schon eine ganze Menge Roaches jetzt gepusht, eben dank des massiven Incomes von den Goldmineralien. Da ist immer noch eine ganze Menge übrig und mehr als 2 Gas brauchst du halt eben für einen guten Roach-Max hier nicht. Also Max ist es natürlich nicht, aber für eine kleine, anständige Roach-Armee. Oh, sieht fast so aus, als wollte sogar Midas hier noch eine dritte vorbereiten oder wenigstens zumindest ihrer Gegnerin ein bisschen die Sicht klauen. So richtig ausrücken tut sie auf jeden Fall nicht und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie gut mir das gefällt, denn dadurch, dass sie jetzt selber keinen Gegendruck einbaut, erlaubt sie ihrer Gegnerin natürlich im ökonomischen Sektor wieder aufzuholen. Das dauert zwar noch einen Augenblick und noch hat Midas tatsächlich den ökonomischen Vorteil, aber der macht sich durch die Goldbasen tatsächlich nicht so bemerkbar, wie man vielleicht aufgrund der Worker-Zahlen meinen sollte. Aber Midas, wie gesagt, zieht jetzt selber ihren klassischen 3-Base-Plan durch, den wir von früher schon kennen, versucht jetzt erstmal ihre dritte zu etablieren, dahinter, wie gesagt, ein bisschen Druck zu machen. Okay, ich weiß nicht, ob diese halluzinierten Kolosse tatsächlich für irgendwas taugen oder ob die einfach ein Missklick sind. Könnte allerdings sein, dass sie tatsächlich ihrer Gegnerin einfach ein bisschen Angst machen will. Das wäre jetzt natürlich lustig, wenn das Ganze zu einem Idra-ähnlichen GG führen würde, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Hier ist die Roach-Armeen leider ein bisschen auseinandergerissen für Alaris und dadurch hat natürlich Midas jetzt tatsächlich die Möglichkeit, hier das eine oder andere rauszunehmen. Es wäre durchaus möglich, dass Alaris tatsächlich glaubt, dass das echte Kolosse sind. Aber dummerweise, ich meine,
Tja, wenn die gefaked sind, die machen halt keinen Schaden. Also, ich meine, das sieht vielleicht irgendwie intimidating aus, aber man macht halt nicht wirklich Schaden. Sie hat keinen Mothership-Core, sie kann diese Armee nicht zurückziehen. Die ist im Augenblick ziemlich eingezingelt. Die Force-Fields sind gleich zur Neige gegangen. Und auch wenn sie jetzt natürlich hier eine ganze Menge Armee erstmal weggekillt hat, muss sie auf jeden Fall aufpassen, dass sie sich rechtzeitig zurückzieht, bevor sie dann den Rest der Armee gekillt bekommt. Das war kein schlechtes Engagement für sie. Sie hatte auf jeden Fall nochmal einiges an Einheiten rausgenommen, ohne selbst jetzt zu viel zu verlieren. Nichtsdestotrotz rutscht jetzt Alaris selber raus und guckt halt eben, was sie da machen kann. 32 weitere Speedlinge in Produktion. Und ganz ehrlich, das, was sie hier im Augenblick an Einheiten hat, mit den ganzen Stalkern und allem drum und dran, ist gegen Speedling Roach nicht allzu gut gewappnet. Der erste Immortal jetzt erst überhaupt in Produktion. Oh, und das dürfte verdammt schwierig werden, diese dritte Basis zu halten, vor allem, weil hier unten keine Pylonen da sind, die man irgendwie noch zur Verteidigung einsetzen könnte. Nee, das kannst du vergessen. Also sie kann natürlich jetzt nochmal zusehen, dass sie hier ein bisschen von der Flanke von den Einheiten wegknuspert. Muss allerdings wirklich unbedingt aufpassen, dass sie sich jetzt nicht in direktes Engagement reißen lässt. Was sie allerdings tut, das einzig Gute daran wirklich im Augenblick, die DTs, die tatsächlich nicht gesehen werden können, weil ihr im Augenblick keine Detection da ist. Ich weiß nicht, wann Alaris realisiert, dass sie tatsächlich hier unten mit DTs es zu tun hat, die hier die Einheiten langsam wegknuspern. Es ist ja allerdings auch wohl wahrscheinlich scheißegal, denn sie kann jetzt hier im Augenblick die tatsächlich langfristigen Damage-Einheiten einfach rausnehmen. Klar, die DTs sind natürlich lästig, aber sobald sie dann eben erst einmal Detection hat, sind die für sie nicht mehr langfristig relevant. Wirklich wichtig halt eben, Midas Armee hier verhältnismäßig klein zu halten, solange sie das kann. Nichtsdestotrotz tretet sie jetzt hier unglaublich kostenineffizient eben gegen die Dark Templar, verliert tatsächlich ihre gesamte Armee, hat das offenbar überhaupt nicht mitbekommen, dass da DTs im Mix waren. Ja, und damit hat jetzt natürlich Midas Touch genau das erreicht, was sie wollte. Eben gerade sah es noch so gut aus für die gute Alaris und eine Fehleinschätzung beim Engagement. Da hat sie offensichtlich gedacht, da stehen nur ein paar Gateway-Einheiten und der eine Immortal und hat nicht richtig mitbekommen, dass sie da unter die T-Res mit ist. Gleichzeitig sogar von mir ein bisschen verpasst. Hier hinten noch ein DT, der es wohl geschafft hat, sich in die Base hinein zu sneaken und da ebenfalls eine ganze Menge Arbeiter zu Fall gebracht hat. Jetzt also im Augenblick nur völlig ungeschützte Linge, überhaupt keine Detection. Hat sie überhaupt ein Leer? Ja, sie hat ein Leer. Da sind jetzt aber nicht die Overseer und damit jetzt also auch die Möglichkeit, entweder endlich mal mit der Detection anzufangen. Aber das ist natürlich jetzt ein herber Verlust auf ihrer Seite. Sie hat jetzt zwar zwei Basen, aber die Goldbasis ist fast abgeerntet. Worker-technisch ist sie wieder runter auf 21. Midas hat jetzt ihre dritte Basis etabliert. Tja, die Tees retten das Spiel, meine Damen und Herren. Und jetzt auf einmal sieht es für Midas Touch schon wieder verdammt gut aus. So kann sich das ändern. So, hier drüben noch ein weiterer DT auf dem Weg. Jetzt zumindest hier drüben mal ein Spore-Crawler. Den könnte der eine DT allerdings auch einreißen, bevor tatsächlich die Armee auf der anderen Seite ist. Ja, die Speedlinge zumindest wahnsinnig schnell drüben. Mal gucken, was sie da jetzt, wie gesagt, geschehen macht. Ja, der DT jetzt drin, geht aber jetzt hier auch direkt auf die Drones. Da müsste sie mit den Drohnen eigentlich gar nicht kämpfen. Behindert jetzt einen Augenblick lang sogar ihre eigenen Einheiten mit den Drohnen. Aber wie gesagt, nicht so relevant. Tja, ansonsten hat sie jetzt tatsächlich hier halt eben nur kleinere Units. Und auf der anderen Seite steht ja bereits Midas mit ihrer Arken-Produktion. Das heißt, die Linge werden da, wie gesagt, bei weitem nicht so effektiv sein. Wir haben Zealots mit 2-2 und Arkens. Auf der anderen Seite haben wir 0-0er Linge und 0-0er Schaben und auch nicht sonderlich viel davon. Der Army Supply ist im Augenblick sogar auf Midas Touch Seite. Und ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Reingehen kann sie da nicht. Sie müsste eigentlich, um noch eine Chance zu haben, außerhalb dieses Pushes noch irgendwas zu machen, mal langsam eine Vierte nehmen. Die ist aber nicht mal annähernd auf dem Weg. In der Zwischenzeit ist sie eigentlich nur am Hochdrohnen. Ja, und Midas wieder hätte jetzt die Chance, eigentlich mal auf die andere Seite der Map zu pushen. Wo ist denn ihr Mothership Core? Hat sie überhaupt einen? Nö. Doch, da. Da ist er. Der hat auch volle Energie. Also einfach mal mit diesem Klumpen Armee rüber, den Mothership Core einfach mal mitnehmen. Hier hinten ist sowieso Static Defense. Und dann eben im Zweifelsfall recallen, falls es halt nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Aber eigentlich müsste diese Armee bereits ausreichen, um ihre Gegnerin zu töten. Denn die hat nichts, was auch nur ansatzweise damit mithalten kann. Sowohl was Ausdauer als auch Schlagkraft angeht. Die Sache ist mehr oder minder gelaufen. Midas lässt sich nur wieder mal ein bisschen viel Zeit. Geht hier von links nach rechts, nach geradeaus. Ja, sie will natürlich jetzt in die dritte. Sie weiß, das ist natürlich die aktuellste Basis. Wenn sie die rausnimmt, ist das Mining im Grunde erschöpft. Und auch Alaris wird jetzt wahrscheinlich gleich einsehen, ja, die Basis ist raus. Ja, das Engagement kann sie direkt nehmen, da muss sie sich überhaupt keine Gedanken machen. Muss natürlich aufpassen, dass sie ihre Armee jetzt auch mal halbwegs vernünftig hier auf die rechte Seite zieht und die Immortals nicht unbedingt auf die Eier ballern lässt. Aber das ist relativ schnell gewährleistet. Da wird alles zu Kleinholz zerhackt. Hot Drone Stew und Midas zieht sich ran auf 1-1 nach dem missglückten All-In von Alaris. Der, wie gesagt,